Ja, einen recht schönen guten Abend allerseits da draußen. Freue mich sehr, dass Sie heute zugeschaltet haben zum heutigen Thema, nämlich wie komme ich gesund durch den Winter, beziehungsweise wie kann ich mein Immunsystem tatsächlich stärken und durch was kann ich es unterstützen. Jetzt weiß ich nicht, ob wir noch ein bisschen warten. Vielleicht kommt da noch der eine oder andere dazu. Vielleicht warte ich mal noch eine Minute und dann fangen wir tatsächlich auch an. Sie können gerne die Fragen in den Chat hineinstellen, werden wir dann im Anschluss beantworten, sofern ich das kann. Und ansonsten ja, wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Gut, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal mit dem Thema. Wir haben heute folgende Punkte, die wir gerne gemeinsam durchgehen wollen. Es ist einmal, was für Faktoren gibt es, um das Immunsystem überhaupt gesund zu erhalten? Welche Mikronährstoffversorgungen und Auswirkungen hat es auf die Gesundheit? Aber auch, welches sind so die elementar wichtigen Mikronährstoffe, die wir brauchen? Da gehe ich dann eigentlich nur auf drei, vier ein. Und aber auch, auf welche Pflanzenstoffe wir Rücksicht nehmen könnten, die auch das Immunsystem unterstützen. Dann gebe ich im Anschluss daran noch Beispiele für Supplementierungsmöglichkeiten und dann können wir gerne noch eine kurze Fragerunde starten. Ja, die Frage ist tatsächlich, wie komme ich gesund durch den Winter? Heute umso wichtiger denn je. Es gibt mehrere Faktoren, die ich hier mal kurz anmerken möchte, insbesondere dahingehend, dass man das gerne mal vergisst, nämlich Bewegung. Wichtig, mindestens 10.000 Schritte am Tag, wenn nicht sogar mehr, zu gehen, aber auch Krafttraining regelmäßig zu machen, denn die Muskeln produzieren Myokine und Myokine wirken direkt auf das Immunsystem. Das vergisst man gern und gerade heutzutage, wo wir eher drin bleiben sollen aufgrund einer aktuellen Situation, ist es umso wichtiger, sich auch um seine Muskulatur zu sorgen und zu kümmern. Das hier nur am Rande. Genauso können wir zum Beispiel durch kalte Wasser duschen, bezüglich der Abhärtungstaktik, nämlich der Durchblutungsförderung der Schleimhäute, also gerade im Nasenraum und im Rachenraumbereich, durch kalte Duschen uns mehr oder weniger abhärten gegenüber viralen Infektionen. Das vergisst man auch gerne, aber das kann man durchaus täglich machen. Ruhig auch ein paar Mal am Tag, wenn man gerade viel auch mit Leuten zu tun hat, was man ja heute nicht gerade hat, aber wenn den der Fall wäre. Aber man kann zum Beispiel auch durch Tageslichtlampen den Vitamin-D-Status ein bisschen ankurbeln versuchen, der jetzt gerade im Winter nicht funktioniert mit der normalen Sonne da draußen. Wichtig ist es eben auch zum Beispiel, sich abzuhärten über Saunagänge oder Solarien oder Infrarot. Und natürlich ein wichtiger Aspekt ist auch jegliche Art von Stress, so gut es geht, zu minimieren, weil dieser Stress ist genauso schädlich schädlich aufs Immunsystem, wie wenn wir jetzt Alkohol und Nikotin zu uns nehmen würden. Ja, der wichtigste Aspekt, und auf den gehen wir dann nachher auch ein, ist aber auch der Aspekt gesunde Ernährung. Das heißt, hier möchte ich aber nochmal ganz klarstellen, jeden Tag frisches Gemüse, so viel man kann, gemeinsam mit bisschen Obst, gemeinsam mit präbiotischen Nahrungsmitteln, weil wir wissen, dass das Immunsystem, Hauptimmunsystem im Magen-Darm-Trakt liegt. Also 70, 80% unseres Darmes über die Peitschen, Plaque, secretorische IgA etc. pp. Sind eigentlich im Darm vergesellschaftet. Also halten wir den Darm gesund, halten wir auch damit unser Immunsystem in vorderster Front. Und hier ein kleiner Bereich, viel zu trinken ist wichtig auch für die Schleimhäute. Also gerade wenn sich da jetzt Infekte anzeigen, ist man auch regelmäßig trinkt, zum Beispiel über Zistrosentee oder auch grünen Tee, der antivirale, antimikrobielle Kapazitäten auch hat. Wenn wir nochmal auf das Immunsystem an sich schauen, dann ist hier doch der weiteste Bereich der, dass wir das Immunsystem in Bezug auf Darm unterstützen müssen, was ich gerade eben sagte. Und hier habe ich Ihnen nochmal aufgegliedert, welche Mikronährstoffe, Vitamine ja, Aminosäuren im Grunde die intestinale Mucosa
gesund erhalten, aber auch genauso das darmassoziierte Immunsystem gesund erhalten. Und die roten markierten Vitamine und Spurenelemente, auf die gehe ich nachher noch mal etwas mehr im Detail ein. Ich möchte es hier einfach noch mal gezeigt haben, wie wichtig es ist, tatsächlich den Darm gesund zu halten. Und da kann ich davon, dass man natürlich auch andere Faktoren mit berücksichtigen sollte. Hier noch mal das Immunsystem im kleinen Überblick. Biologisch-biochemische Abwehrfaktoren, die wir da haben, über zum Beispiel Enzyme, die im Auge sind, das Lysozym oder auch in der Nase und in den Sekreten an sich, aber auch bestimmte Defensine, die sich auf der Haut sowohl als auch im Darm befinden. Entsprechend haben wir natürlich auch biomechanische Abwehrmechanismen unseres Immunsystems, ob das jetzt Primärhärchen in den Atemwegsbereich sind oder ob es biochemischer Art ist, wie zum Beispiel die Magensäure. Ja, und in dem Zusammenhang muss man sich einfach fragen, was schwächt unser Immunsystem an sich? Und hier sind einfach mal ein paar Faktoren aufgegliedert. Es ist auf jeden Fall die einseitige Ernährung, auf die ich jetzt gleich eingehen werde, weil man ganz klar sagen kann, der Ernährungsstatus bestimmt den Immunstatus. Je schlechter wir ernährt sind, desto schlechter ist unser Immunsystem, ganz klar. Und wir haben den Punkt Stress erwähnt, wir haben aber auch den Punkt Schlafmangel. Und gerade gestern habe ich in einer Radiosendung von einem Professor hier aus einer Uniklinik in Deutschland gehört, dass 2/3 aller Deutschen mittlerweile Schlafstörungen haben. Und das sind sowohl Durchschlafstörungen als auch Einschlafstörungen oder auch Schlafmangel im Sinne von zu wenig Stunden Schlaf. Hier möchte ich einfach nochmal ganz klar auch hinweisen, wichtig jetzt ist wirklich auch eine Schlafqualität, auf die zu achten, weil im Schlaf regeneriert sich unser Immunsystem, auch unser Gehirnimmunsystem, die Endolymphe, wird eben gesäubert, gereinigt während der Schlafenszeit. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man hier auf mindestens 7, 8 Stunden gesunden Schlafes, achtet, damit man das Immunsystem auch hier unterstützen kann. Dann ist natürlich auch wichtig, das Alter, ob ich jetzt einen kleinen Säugling habe, der noch kein ausgebautes oder also noch ein sehr schwaches Immunsystem hat, oder ähnlich ein Senior im Altenheim mit 70, 80 Jahren, der auch ein verringertes Immunsystem hat, oder ob ich einen normalen Erwachsenen habe, der viel Sport treibt, der natürlich mit Sicherheit sich auch gut ernährt und dementsprechend auch ein besseres Immunsystem hat. Also ist aber auch in dem Zusammenhang wichtig, hat derjenige chronische Erkrankungen, ob der jetzt Diabetes hat oder ob er zum Beispiel autoimmune Erkrankungen hat oder ob er auch Medikamente nehmen muss. Insbesondere sind hier die Antibiotika zu erwähnen, weil Antibiotika, wie wir ja schon im vorigen ersten Webinar zum Thema Mikrobiom gehört haben, unseren Darm tatsächlich nachweislich kaputt machen. Ja, also wenn man eine Antibiose mal hatte, dann kann es bis zu einem Jahr gehen, manchmal sogar 2, 3 Jahre, bis unser Darm wieder einigermaßen so weit ist, wie er mal war vor der Antibiose. Also das alles sind wichtige Parameter, die wir zu berücksichtigen haben, wenn es darum geht, das Immunsystem aufrechtzuerhalten, gesund zu erhalten. Und hier nochmal ganz wichtig, jetzt gerade in Bezug auf CoV-2, dass wir hier auch auf die Haut und Schleimhäute Acht geben. Ja, da gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Und in dem Zusammenhang, als ich ja gesagt habe, das Wichtigste ist eigentlich Stress und Ernährung. Und da habe ich jetzt mal geschaut, was eigentlich die Deutschen so am, ja, im Durchschnitt essen. Und da ist doch schon ziemlich erschreckend, dass mindestens jeder Dritte Fleisch isst und nicht nur, also nicht nur Fleisch, sondern auch noch schlechtes Fleisch in Form von Schweinefleisch. Fast jeder Fünfte isst Pasta, da haben wir wieder unser Gluten drin, was es sei denn, das ist, naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, das sind alles Dinge, die nicht besonders gut fürs Immunsystem sind und gerade mal 10% der Deutschen essen überhaupt Salate und Gemüse. Das hat das Bundesamt für Ernährung erhoben.
Und wenn man sich dann auch mal schaut, wie viel Gemüseportion am Tag der Mensch dann zu sich nimmt, dann sind es bei den Frauen knapp 3, bei den Männern knapp 2 Portionen am Tag, wenn man weiß, dass man eigentlich 5 bis noch besser 8 oder 9 Portionen am Tag, also handvoll ist damit gemeint, zu sich nehmen sollte, um überhaupt einen einigermaßen guten Mikronährstoffstatus aufrechterhalten zu können. Wenn man dann auch nochmal anschaut, was die Herkunft der Fleischprodukte anbelangt, dann haben wir hier Biofleisch wirklich im sehr minimalen einstelligen Bereich, was ja für sich spricht, würde ich mal sagen. Und jeder Dritte maximal kocht regelmäßig. Und das sind Zahlen aus dem Ernährungsreport diesen Jahres. Insbesondere wenn man sich überlegt, dass Männer und Frauen auch nochmal unterschiedlich essen, dann haben wir gerade mal zwischen 7 und 15% der Damen und Herren die 5 Portionen Obst und Gemüse, die so die Mindestangabe unserer Deutschen Gesellschaft für Ernährung, was aber auch für die Österreicher, glaube ich, gilt, erreicht. Ja, und ganz frappant ist es die Mangelernährung in den Seniorenheimen, geriatrischen Kliniken. Da habe ich hier eine Zahl von 2010 und ich glaube, die ist mit 60% mit Sicherheit nochmal gestiegen. Also sprich, ich glaube, dass die Mangelernährung in den Seniorenheimen noch schlechter mittlerweile ist. Insbesondere nicht nur Mangelernährung, was jetzt die Mikronährstoffe anbelangt, sondern auch die Makronährstoffe. Also hier haben wir zum Beispiel, was ja auch sehr wichtig fürs Immunsystem ist, Proteinmangelernährung. Ja, weil die Immunzellen bestehen ja aus Proteinen und Senioren magern ab, weil sie fehlernährt sind. Ja, und Nährstoffdefizite haben entsprechende Auswirkungen und wir möchten uns heute eben auf das Thema verminderte Immunabwehr konzentrieren, die aber auch damit einhergeht, dass Schleimhautveränderungen und Hautschleimhautveränderungen mit nachgezogen sind, wenn wir ein Nährstoffdefizit haben. Und natürlich auch verzögerte Wundheilung diesbezüglich ist zum Beispiel auch ganz gut daran zu erkennen, wenn man zum Beispiel mal einen Herpes simplex hier am Mund, Schleimhaut oder hier an der Lippe bekommt, aufgrund eines Infektes, dass die auch sich verzögert ausheilen lässt, wenn man hier schon mal einen schlechten Nährstoffstatus hat. Die Harvard University hat schon bereits im Jahre 2006 in einer bislang weltweit größten Ernährungsstudie festgestellt, dass an über 100.000 Teilnehmern gesunde Männer wie Frauen über 14 Jahre bereits Mangelversorgung haben in Bezug auf Vitamine und Mineralstoffe und hat hierbei darauf hingewiesen und in ihrer Healthy Eating Pyramide übernommen, dass man pro Tag mindestens ein Multivitaminpräparat zu sich nehmen sollte, plus eine extra Portion Vitamin D. Diese Ernährungspyramide, die kann man hier auch gerne runterladen, darf ich ja hier nicht zeigen, aber auf jeden Fall fand ich das schon mal sehr interessant, insbesondere als ich damals in den USA lebte, das ist jetzt auch schon 32 Jahre her, schon damals viele Nahrungsmittel supplementiert waren. Ob das jetzt die Milch war oder ob das das Mehl war. Ich habe das damals schon gesehen. Überall gibt es Supplementierungsmöglichkeiten, die man schon vor über 3 Jahrzehnten gefunden hatte. Ich frage mich nur, wann das bei uns mal kommen wird. Na gut, also auf jeden Fall, die sagen eindeutig Multivitaminpräparat plus extra Dosis Vitamin D3. Upsa. Ja. Welche sind aber so die, ich sage jetzt mal, die Basis-Mikronährstoffe für ein gesundes Immunsystem? Das sind zum einen die Vitamine A, B1, B6, B12, aber ganz klar auch Vitamin C und D, gemeinsam mit E und auch die Folsäure sowie das Niacin. Und wichtigste Spurenelemente sind in dem Zusammenhang Zink, Eisen, Selen, Magnesium und Kupfer. Ich werde auf die Vitamin C und D und Zink eingehen. Und bevor wir darauf eingehen, möchte ich kurz nochmal darauf hinweisen, was eigentlich
wichtige Einflussfaktoren sind auf die Wirkung von Mikronährstoffen hinsichtlich des Immunsystems. Nämlich ist es wichtig, einerseits die Personen zu betrachten, die so Mikronährstoff entweder einnehmen soll oder überhaupt deren Status man betrachten möchte, aber zum anderen auch der Mikronährstoff an sich sollte betrachtet werden. Wenn wir also die Personen betrachten, die jetzt Mikronährstoffe zu sich nimmt, dann müssen wir erstmal schauen, wie ist die Grundversorgung, wie ernährt sich dieser Mensch, wie ist sein Gesundheitszustand, in welchem Alter befindet er sich, wie groß ist seine körperliche Belastung, ist es ein Hochleistungssportler oder ist es ein, ich sage jetzt mal, Sesselsitzer. Aber auch ganz wichtig, weil hier immer mehr neue Erkenntnisse auch jetzt vorliegen, welcher Genotyp hat er? Also hier hat man zum Beispiel auch festgestellt, dass es gerade unter der, ich sag jetzt mal, der weißen Rasse tatsächlich auch Polymorphismen gibt in Bezug auf Vitamin A und auch in Bezug auf Vitamin D. Und gut, das muss man nicht unbedingt mal berücksichtigen, aber man sollte zumindest wissen, dass gerade was das Vitamin A anbelangt, auch fast jeder Zweite, also über fast 50% der weißen Rasse, muss man sagen, hier einen Polymorphismus aufweist und Retinol in die aktive Form Retinsäure gar nicht umwandeln kann. Retinol ist das Vitamin A, ich komme danach noch kurz drauf zu sprechen, ist nur mal ein Beispiel. Und dann muss man natürlich auch den Mikronährstoff an sich berücksichtigen, nämlich welche Art von Mikronährstoff habe ich? Habe ich einen Mononährstoff oder habe ich eine Kombination aus verschiedenen Mikronährstoffen? Dann, wie ist er an sich zusammengesetzt? Und hier es ist ganz wichtig, darauf zu achten, dass der keine Füllstoffe hat, wie zum Beispiel was weiß ich, Magnesiumstearat oder Fließstoffe, da gehört eigentlich Magnesiumstearat dazu. Oder dass es Weißmacher da drin hat, wie zum Beispiel Titanoxid. Das sind nämlich alles Stoffe, die nachweislich mittlerweile sogar in Frankreich herausgenommen worden sind. Also was das Titanoxid anbelangt, wurde es dieses Jahr rausgenommen, ist nicht mehr erlaubt, weil es nachweislich eben Mikrobiom zerstört, beziehungsweise auch krebserregend sein kann. Und da muss man einfach darauf achten, was nimmt man für Mikronährstoffe zu sich, in welcher Form natürlich auch, also sprich die Dosis. Und auch sind es natürliche Mikronährstoffe, sind die synthetisch hergestellt. Und natürlich ist auch wichtig, wie lange man was supplementieren muss, um überhaupt es dann im Blut, Spiegel nachweisen zu können. Also Nährstoffe brauchen ein paar Monate, um überhaupt aufgefüllt zu sein, wie zum Beispiel das Vitamin D, und manche gehen eben schneller, wie zum Beispiel das Vitamin C. Wenn wir jetzt auf das Vitamin C zu sprechen kommen, das ist eines der absolut wichtigsten Antioxidantien, welches das gesamte Immunsystem, sowohl das angeborene als auch das adaptive zelluläre Immunsystem unterstützt. Es akkumuliert sich selber in Immunzellen wie B-Lymphozyten und T-Lymphozyten und stabilisiert dort die Membran, die Zellmembran, sehr stark, sodass die richtig gut arbeiten können. Entsprechend erhöht es aber auch die Immunzellen an der Anzahl oder hilft zumindest die Replikation dieser Immunzellen und erhöht damit die Infektionsresistenz. Zusätzlich erhöht es die Phagozytenaktivität der Makrophagen. Und wie ich schon sagte, es ist ein starkes Antioxidans, auch in Zusammenarbeit mit dem Selen und mit dem Vitamin E hier zu betrachten. Und was ich hier sehr wichtig finde, gerade in der aktuellen Situation Corona, hat man festgestellt, und da bringe ich nachher auch noch eine Folie dazu, dass die Beatmungsdauer an sich herabgesetzt wird und auch der Zytokinsturm, der ja bei einer CoV-2-Infektion eben sehr gefährlich wird, runtermodulieren hilft. Vitamin C an sich verkürzt auch die Krankheitsdauer. Hat man zum Beispiel in einer Übersicht, einer Meta-Analyse aus 9 randomisierten klinischen Studien gesehen, wo man sowohl einmal präventiv
manchen Patienten 500 Milligramm pro Woche bis zu 3000 Milligramm am Tag gegeben hat und das Ganze auch noch mit einer therapeutischen Einnahme bei Einsetzen einer Erkrankung der der oberen Atemwege. Und da hat man eben herausgefunden, dass die Kombination aus präventiver und therapeutischer Vitamin C-Supplementierung die Dauer der Erkältung an sich reduziert. Das ist so im Schnitt bei einem halben Tag gewesen. Man weiß aber auch, dass es bis zu 2 Tagen gehen kann. Nachzulesen bei RAN, vor 2 Jahren publiziert. Und natürlich hat man auch festgestellt, dass die Anzahl der Tage mit bestimmten Erkältungssymptomen, wie der zum Beispiel des Brustschmerzen durch das Husten oder starke Fieber oder auch Schüttelfrost durch Vitamin C-Gabe in der Prävention und in dem therapeutischen Ansatz, das ist die gleiche Studie, eben vermindert. Und man weiß aber auch, dass gerade Menschen mit erhöhtem Stress von einer prophylaktischen Vitamin C Einnahme supplementiert profitieren. Also bei denen ist der Effekt, dass die Erkältungssymptome und auch die Dauer der Erkältung an sich und auch die Inzidenz einer Erkältung tatsächlich herabgesetzt ist, wenn die regelmäßig Vitamin C nehmen. Ist ja auch logisch, weil Menschen mit erhöhtem Stress brauchen umso mehr Antioxidantien. Vitamin C ist auch ein ganz wichtiges Agens in der antiviralen Immunabwehr. Und hier habe ich Ihnen meine Übersicht gegeben von verschiedenen Studien bezüglich der Untersuchung von viralen Infektionen. Wir haben hier eine Dosierung von 200 Milligramm bis zu 2 Gramm am Tag. Und wie Sie erkennen können, bei normalen Erkrankungen zum Beispiel, bei einer Meta-Analyse wird die Inzidenz herabgesetzt, wenn man hier regelmäßig Vitamin C schon allein von 200 Milligramm am Tag gibt. Das ist eigentlich das, was man mittlerweile sagt, die Erhaltungsdosis bei einem gesunden Menschen sein sollte. Mindestens 200 Milligramm am Tag. Man sieht aber auch, dass eben, was ich vorhin schon erwähnte, Menschen mit hohem Stress, ob das jetzt Sportler sind, ob das Soldaten oder Skifahrer, die viel draußen sind, die haben auch bei einer Einnahme von 20 Milligramm pro Tag schon eine Reduktion von um die 50% einer Erkältungserkrankung. Wahrscheinlichkeit. Und hier auch die oberen Atemwegserkrankungen viraler Art werden herabgesetzt. Gerade bei Kindern, das ist ja das, was jetzt überall in den Medien ist, ob man die Schulkinder wieder nach Hause nimmt oder nicht. Auf jeden Fall, wenn man denen Vitamin C gäbe, zusätzlich hätten sie weniger virale obere Ateminfektionserkrankungen. Ja, und das Ganze auch interessant bei Lungenentzündung. Da hat man hier auch in der Meta-Analyse erkannt, dass sogar ganz kleine Mengen, nämlich von 50 Milligramm bis zu großen Mengen von 2 Gramm, auch die Inzidenz von Lungenentzündung herabsetzen kann. Und im aktuellen, habe ich ja vorhin erwähnt, setzt es die Beatmung, also die künstliche Beatmung herab, wenn man Vitamin C Eingaben oder Vitamin C Infusionen geben kann. Um bis zu 25% wird die Dauer reduziert bei Gaben von 1 bis 6 Gramm. Das ist jetzt nachzulesen in der ganz neuen Studie, in der Meta-Analyse von Hemile et al. Was hier ganz wichtig ist, das hatte ich anfangs auch schon erwähnt, dass dieser Zytokinsturm auch hier herabgesetzt wird, dass aber auch die Lungenentzündung per se herabgesetzt wird, weil, wie gesagt, das ist ein starkes Antioxidans und es schützt im Grunde auch Endothelzellen vor einer Dysfunktion und damit negativen Konsequenzen. Und entsprechend muss der Patient weniger lang ventiliert werden, er braucht nicht so lange auf der Intensivstation zu bleiben und er braucht auch nicht so viele Vasopressoren einzunehmen mit deren natürlichen Nebenwirkungen, die man ja auch noch berücksichtigen muss. Und wie ich auch schon sage, und das ist in dem Zusammenhang mit dem antiinflammatorischen Effekt, auch der immunmodulatorische Effekt von Vitamin C bezüglich der T-Zell
Funktion, die stark angehoben wird und die im IGGs werden herauf moduliert. Und das Ganze hilft einfach, den HOF2-Messer in den Griff zu kriegen. In dem Zusammenhang möchte ich ganz kurz was sagen, was ich gehört habe, was ich wirklich ja schon sehr seltsam finde, dass es bei uns noch nicht so weit gekommen ist. Aber immerhin in Shanghai, in China, wurde Vitamin C-Infusion Hochdosis bereits in den offiziellen Leitlinien zur Behandlung von HOF2 eingeführt. Ja, die wissen warum. Funktioniert. Da kommen wir schon zu den Dosierungsempfehlungen von Vitamin C. Die sind doch sehr heterogen, wenn man sich die EFSA anschaut mit 80 Milligramm oder die Deutsche Gesellschaft für Ernährung mit 100 Milligramm. Da kommen wir dann eher, wenn Sie sich nochmal an die vorige Folien mit den verschiedenen Studien erinnern mögen, eher auf diesen Dr. Levine zu sprechen, der eine normale Dosierung von 200 Milligramm pro Tag empfiehlt, aber eben auch bis zu 6000 Milligramm, natürlich je nachdem auch, was wir für eine Vorerkrankung haben. In jedem Fall ist aber sinnvoll, dass man eher kleinere Dosen gibt am Tag, am besten sogar in einer gepufferten Form. Das heißt, hier sind sie magenverträglicher, das Vitamin C, aber es wird auch langsam in einer retarden Form quasi abgegeben, denn man weiß, dass bei einem Gesunden normalerweise eine Sättigung erreicht wird bei 200 Milligramm Vitamin C am Tag. Das heißt, die werden zu 100, also zu 0%, muss man eher sagen, wenn man 200 Milligramm gibt, über den Urin ausgeschieden, sondern bleiben wirklich in den Zellen oder sind in den Zellen dann zu finden. Hier nochmal der Hinweis darauf, wenn man Stress hat, ist der Tagesbedarf grundsätzlich höher. Das bezieht sich alles auf Gesunde. Ja, dann kommen wir auch schon zum Vitamin D. Vitamin D ist genauso präventiv bei Infektionserkrankungen wie Vitamin C. Und wenn Sie hier mal einen kleinen Überblick erlauben, einfach nur mal zu sehen, was macht eigentlich diese aktivierte Form, das ist eigentlich schon das Hormon, ja, 1,2,5-Hydroxy D3, das ist die hormonelle Version des Vitamin D3s, dann erhöht es die Monozyten, also die Vorläufer der Makrophagen und die Makrophagen selbst. Es erhöht die Synthese von diesem Katelizidin, das sind eben diese Defensine, die eben ganz konkret die viralen Membranen perforieren helfen. Und es wirkt direkt auf den Vitamin D-Rezeptor, sowohl bei den Makrophagen als auch hier bei den B-Lymphozyten. Hier haben Sie die verschiedenen Synthesestufen und im Grunde sind das wichtige immunmodulatorische Effekte, die Vitamin D hat und die man eigentlich ja schon lange kennt. Wenn man dann betrachtet, wie häufig Vitamin D-Mangel eigentlich anzutreffen ist, dann muss man leider Gottes sagen, dass es in Deutschland und das stimmt hier mit den 56 schwerer Mangel fast schon gar nicht mehr. Ich hatte es gerade heute wieder was gehört, dass es auch bei 85% mit schweren Mangel unter 50 Nanomol pro Liter mittlerweile schon vorliegt. Das sind Informationen von aus neuester Hand. Aber immerhin, also wenn man sich das mal betrachtet, sind eigentlich die meisten Deutschen, und das ist bestimmt auch bei den Österreichern und vor allen Dingen auch bei den Schweizern, wie man sieht im deutschsprachigen Raum, doch schon ziemlich frappant, dass die Mehrheit der Leute an Vitamin D, Mangel leiden. Weltweit sagt einer der wichtigsten Forscher um das Vitamin D, sind es 1 Milliarde, die an Vitamin D-Mangel leiden. Zumindest hochgerechnet. Und dabei weiß man schon sehr lange, dass Vitamin D das Leben verlängern kann. Hier habe ich Ihnen meine Studie von 2009 dargestellt, in der man eindeutig sagen kann, dass wenn man hier bei einem 95-Hydroxy-Vitamin D-Status von, sagen wir mal, 80 Nanomol pro Liter im Blutserum diesen Level erreicht, dann hat man eine sehr geringe Mortalitätsrate. Und
Zittermann und Co. haben eben festgestellt, dass man durchschnittlich pro Jahr allein in Deutschland 18.300 Menschenleben retten könnte, wenn wir einen besseren Vitamin D-Status hätten. Also sprich mindestens 75 Nanomol pro Liter. Ja, Sie wissen ja, wie hoch die Inzidenz ist mittlerweile in Deutschland. Die haben wir hier noch nicht erreicht diesbezüglich, was jetzt das CoV-2-Virus anbelangt. Man weiß aber auch, dass Vitamin D das Erkrankungsrisiko an sich minimiert. Und das hat man hier in einer Studie im Jahre 2006 in einer kontrollierten, placebo-kontrollierten Doppelblindstudie dargestellt, um Aloy und Co. herum. Dass, wenn man eigentlich gesunden über 36 Monate einmal 20 Mikrogramm Vitamin D pro Tag und eine andere Gruppe mit 50 Mikrogramm Vitamin D pro Tag versorgt, und das eben über 36 Monate hinweg, man im folgenden Winter eine bis zu 90% reduzierte Erkrankungsrisiko, also Erkrankungsrisiko hat bei den Leuten, die mit 50 Mikrogramm pro Tag versehen worden sind. Also sprich, das ist im Grunde hier gar nicht mehr ersichtlich. Aber wie gesagt, das weiß man schon sehr lange und seltsamerweise passiert immer noch nichts, was jetzt die Vorsorge mit Vitamin D anbelangt. Ja, Vitamin D ist wirksam bei Atemwegserkrankungen, auch in Bezug auf Asthma und in Bezug auf Asthmaverschlimmerung. Das wollte ich Ihnen hier nur mal kurz zeigen in einer Studie von 2018. Da haben wir wieder einen ganz ähnlichen Bereich, wieder so um die 75 Nanomol pro Liter, 5-Hydroxyvitamin. Da haben wir einfach den geringsten Risiko, dass wir Asthmaverschlimmerung haben, beziehungsweise auch daran versterben. Ich habe sie nochmal zusammengefasst. Wirkt antiviral und antibakteriell in Bezug auf Viren durch die Produktionsinduktion von sogenannten AMPs, also diesen antimikrobiellen Proteinen. Sie hatten vorhin das Calicidin gesehen und das Defensin. Das wirkt eben speziell bei Grippevirus, Influenza A. Aber auch bei Tuberkulose hat man das schon vor vielen Jahren festgestellt. Da hat man eine Reduktion von Infektionen durch Tuberkelbakterien von 36%. Ich hatte am Anfang ja schon dieses Schaubild gezeigt, VDR-Rezeptoren, also Vitamin D3-Rezeptoren. Diese Rezeptoren sind super wichtig in Kombination mit Vitamin A zu sehen, weil Vitamin A an sich ist auch ein Hormon, genauso wie Vitamin D. Und wir brauchen beides, um die Translation, also die Überführung von Geninformationen in den Protein, in den B- und T-Lymphozyten, aber auch in den dendritischen Zellen überhaupt zu ermöglichen. Da brauchen wir Vitamin A, beziehungsweise deren aktivierte Form, die Retinsäure, und das Vitamin D in der aktivierten Form. Sonst funktioniert das nicht. Und ich möchte hier noch einmal erwähnen, das zeige ich Ihnen gleich noch, es ist eben ein potenzielles prophylaktisches und therapeutisches Mittel bezüglich SARS-CoV-2-Infektion. Das wurde jetzt ganz neu publiziert von Xiyue et al. Jetzt, ich glaube, das war im August diesen Jahres. Wir haben auch den aktuellen Problemfall Covid. Betrifft auch die Schulkinder, deswegen wollte ich Ihnen hier schon mal nochmal zeigen, dass auch selbst bei Schulkindern man weiß, dass Vitamin D die Infektionsanfälligkeit von Schulkindern mit Influenza-Viren doch stark verringert ist, nämlich bis zu 18%, knapp 20% bei einer Studie, die durchgeführt worden ist an 430 Kindern bei einer täglichen Gabe von 1200 internationalen Einheiten Vitamin D. Diese Studie wurde bereits vor 10 Jahren durchgeführt
Und es soll nur als Exempel gezeigt werden, dass man doch das eigentlich schon länger weiß. Ja, und das ist nochmal diese ganz aktuelle Studie, die jetzt gerade um Holig und Co. publiziert worden ist und überall nachlesbar ist. Man hat hier einfach festgestellt, dass man bei einem Mindeststatus, Blutserumstatus und Vitamin, also als 25-Hydroxyvitamin von 55 Nanogramm pro Milliliter, fast kein, oder das Risiko eigentlich, dass man SARS-CoV-2 positiv getestet wird, stark herabfällt. Also da sehen wir dann ungefähr hier, versus bei einem schlechten Status von unter 20 Nanogramm pro Milliliter, meine 54-prozentige höhere SARS-CoV-2-Positivitätswahrscheinlichkeit hat. Jetzt ist ja mal interessant, was zum Beispiel das Robert-Koch-Institut empfiehlt. Wenn Sie nochmal die Zahlen kurz sich ins Gedächtnis holen, dann erkennen Sie doch durchaus, dass hier das Robert-Koch-Institut sagt, dass wir bei 30, also zwischen 30 und 50 Nanogramm pro Milliliter das aktivierte Vitamin D als ausreichend betitelt wird. In Bezug auf Knochengesundheit, klar, in diesem Bezug wird es meistens eben untersucht, aber auch ohne weiteren Zusatznutzen für die Gesundheit. Und dabei haben wir ja, wenn ich jetzt hier gerade nochmal zurückgehen darf, auf diesen Punkt bereits gesehen, wo wir hier eigentlich sind. Wir sind schon weitaus über 50 oder all die anderen Studien, die ich Ihnen gezeigt habe. Das heißt, wir wären eigentlich schon längst hier. Und hier spricht das RKI von einer möglichen Überversorgung, die für den Körper negative gesundheitliche Folgen haben kann. Ja, diesbezüglich komme ich jetzt mal auf die Dosierungsempfehlung, wo ich mich hauptsächlich an Herrn Dr. Gröber orientiere, der sehr viel in dem Zusammenhang geschrieben hat und auch gerade wieder neu publiziert hat, sowie Dr. Lüscher aus der Schweiz. Also der Dr. Gröber empfiehlt, insbesondere als Prävention von viralen Atemwegserkrankungen für die Jugendlichen, für die Senioren und für die Erwachsene jeweils 40 bis 60 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht Vitamin D3. Unbedingt immer auch in Kombination mit 30 bis 50 internationale Einheiten pro Kilogramm Körpergewicht Vitamin A. Und zwar am besten in Tropfenform, zum Beispiel 500 internationalen Einheiten pro Tropfen als retinolhaltiges Öl. Wenn man das so mal auf den Durchschnittsmenschen umrechnet, dann sind es beim normalen Tagesbedarf im Sommer ungefähr 3.000 bis 4.000 internationale Einheiten. Denn man darf nicht unterschätzen, die meisten Leute sitzen ja auch im Sommer drin und gehen nicht mittags um 12 raus, wo eigentlich der Sonneneinfallswinkel genau richtig wäre, um die Proform des Vitamin Ds über die Haut zu stimulieren. Also auch hier brauchen wir Vitamin D-Versorgung und im Winter ist es natürlich entsprechend höher. Diesbezüglich sind es aber alles auf gesunde Leute bezogene Dosierungsempfehlungen. Und hat man mal tatsächlich die 150 bis 200 Nanomol pro Liter Erhaltungsdosis, die als gesund und für ein gesundes Immunsystem wichtig ist, erreicht. Ich sage jetzt wirklich bewusst erreicht, weil man das auch erstmal einpendeln muss, bis man da hinkommt, sofern man nicht schon jahrelang Vitamin D3 nimmt. Dann bräuchte man als Erhaltungsdosis 2000 internationale Einheiten pro Tag. Und jetzt kommt mir wieder die Frage, ist es besser täglich oder wöchentlich oder monatlich zu nehmen? Eindeutig täglich. Ich meine, normalerweise sind wir draußen. Also wir sind ja, wie soll ich sagen, wir sind ja eigentlich auch Tiere, die draußen leben normalerweise oder gelebt haben. Das heißt täglich. Täglich scheint die Sonne, auch wenn sie bedeckten Himmel haben. Täglich sollte man das einnehmen versus wöchentlich. Einfach weil die Verfügbarkeit, die Bioverfügbarkeit dann besser ist. Und es ist immer tatsächlich in Ölform eine bessere Einnahme. Speziell auch, wenn Sie es schon im Speichel aufnehmen und ein bisschen im Mund behalten, in der Kombination mit Vitamin A. Weil hier nochmal Vitamin A mit Vitamin D
wirkt aufs Immunsystem, auf die immunkompetenten Zellen in der Kombination am besten. Hier muss man aber eindeutig sagen, es hat ein Grazer Professor, der Professor Dr. Stefan Pils, der auch sehr viel an Vitamin D forscht, ganz klar den Punkt gesetzt, und das möchte ich hier auch nochmal betonen. Das Vitamin D ist ja, wie gesagt, ein Hormon, und es ist wirklich ähnlich zu behandeln wie ein Schilddrüsenhormon oder also wie Thyroxin oder wie Sexualhormone, und steuert eben unfassbar viele Gene. Und deswegen wäre es immer sehr sinnvoll, den Spiegel zunächst zu messen, bevor wir dann die eigentliche Dosierungsempfehlung aussprechen. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten, zum Spurenelement, dem Zink. Das Zink an sich ist ja ganz bekannt, dass es eigentlich das Immunsystem, insbesondere was die antiviralen Eigenschaften anbelangt, unterstützt, aber eben auch die mukosale Immunität im Darmbereich. Es hilft bei der Ausreifung von T-Lymphozellen. Es wirkt auf die Schleimhaut, ganz wichtig. Und in dem Zusammenhang möchte ich hier schon mal, bevor ich nachher vielleicht vergesse, sagen, man kann Zink durchaus, also wenn man zum Beispiel schon mit Halskratzen anfängt, gleich sofort starten und eigentlich im Mund schon bereits antiviral das Zink wirken lassen, zum Beispiel in Form von Lutschtabletten. Oder wenn Sie eine Kapsel zum Beispiel aufmachen und sie auf den Mund geben und einfach mal einspeicheln und wirken lassen. Es schmeckt vielleicht nicht unbedingt immer besonders gut, je nachdem, was da noch drin ist. Ich bevorzuge deswegen Zinktabletten, die auch noch Bioflavonoide mit beinhalten. Dann schmeckt es eigentlich ganz gut, schmeckt ein bisschen säuerlich und ja, wirkt dann gleich schon über die Mund. Schleimhaut. Auf der anderen Seite können natürlich auch frische Knoblauchzehe zerbeißen. Ist mindestens sicher genauso gut. Zumindest mal was als antivirale, antimikrobielle Kapazität anbelangt. Ja, es ist aber auch ein Kofaktor des Zink bezüglich Proliferation aller Immunzellen, also nicht nur der T-Zellen. Und es setzt die RNA-Replikation von Viren herab. Ganz eindeutig. Deswegen ist es ein sehr, eines der wichtigsten und effektivsten antiviralen Mittel eigentlich. Und man muss wirklich sagen, es kann sogar die Rhinovirenrezeptoren blockieren, regelrecht, sodass die sich nicht vermehren können. Was ist hierbei aber zu berücksichtigen bei Zink? Deswegen sage ich Zink immer am besten abends auf zu, oder zu sich zu nehmen. Z wie Z am Ende des Alphabetes ist für mich immer so die Eselsbrücke. S für Selen, Sonne morgens und Zink Z am Abend, bevor ich ins Bett gehe, einzunehmen. Weil nämlich Zink kann, also Zinkaufnahme an sich kann inhibiert werden, zum Beispiel durch Phytate, Phytinsäure und andere Faserstoffe, die wir hauptsächlich gerne mal in Hülsenfrüchten vorfinden, aber auch in Vollkornprodukten, wer die noch isst. Oder eben, upsala, was ist jetzt passiert? Da hat sich jetzt jemand interessant eingehackt. Okay. Interessant. Naja, auf jeden Fall, die Zinkaufnahme wird auch inhibiert durch Milchprodukte, aber auch durch Koffein, durch Thein, durch Alkohol, durch Medikation, insbesondere sind da die ACE-Hämmer zu nennen oder Kortikoide, aber natürlich auch durch bestimmte Stoffwechselerkrankungen an sich, die die Zinkaufnahme ja, inhibieren. Oder auch Darmerkrankung. Ich meine, da wird Zink auch nicht besonders aufgenommen. Aber es gilt ja für alle Mikronährstoffe. Was aber fördernd ist, sind zum Beispiel tierische Eiweiße, wie zum Beispiel das Histidin, also die Aminosäure Histidin, Cystein, Methionin, oder die organischen Säuren, mit denen man gerne ja auch Zink in Kombination verabreicht, wie zum Beispiel mit der Zitronensäure. Deswegen gibt es das Zinkcitrat oder das Zinkgluconat oder Zinkhistidin. Was die Dosierungsempfehlung anbelangt, da haben wir hier tatsächlich ein Upper Intake Level. Das heißt, der Level, der beim Gesunden noch nichts verursacht, nicht negative Folgen verursacht. Das ist 25 Milligramm pro Tag. Oder man kann es auch umrechnen auf Kilogramm Körpergewicht, sagt Herr Dr. Gröber, zwischen 0,25 und 0,5.
Das sind dann ungefähr 15 bis 20 Milligramm bei einem gesunden Kind, Senior oder Jugendlichen. Da muss man natürlich dann wieder zurückrechnen auf das Körpergewicht an sich. Dann hatte ich am Anfang oder ja zum Thema Zink schon gesagt, wenn Sie das schon spüren im Hals, dass es kratzt, dass Sie das Gefühl haben, der Nase kommt langsam was, dann hilft es tatsächlich, das hat man in der Studie festgestellt, da hatte man 25 Milligramm pro Tag Dosis verabreicht in den ersten 24 Stunden und da hat man schon gemerkt, dass das sehr stark bei grippalen Infekten wirkt. Deswegen kann man es zum Beispiel auch gerne auch als Lutschtablette nehmen. Wichtig bei der Einnahme natürlich, dass wir hier schauen, dass wir es nicht zu hoch dosieren, weil das kann natürlich zu Anämien führen oder auch zu Störungen im Eisen- und Kupferhaushalt oder im Fettstoffhaushalt. Man sollte es auch nicht zusammen mit Selen einnehmen, es sei denn, es gibt auch Hersteller, die das in einer besonderen Form vorliegen haben, scheinbar, wo das sich dann nicht gegenseitig inhibiert in seiner Wirkweise. Also ich sage immer Z am Ende des Tages, S am Anfang des Tages. Hier habe ich mal zusammengeschrieben aus den verschiedenen Büchern, insbesondere von Dr. Gröber. Das könnte ich da mal in Ruhe noch mal anschauen, sehr gerne. Ich habe hier auch mal das Vitamin A noch mit aufgenommen und das Selen. Ja, und dann haben wir antiviral, antimikrobiell wirkende Phytopharmaka, wenn man so will, immunstärkende Pflanzenstoffe, die da sehr, sehr effektive Wirkweisen nachgewiesenerweise haben. Da haben wir einmal den Grapefruitkern an sich. Wir haben aber auch das Astragalus hier. Wir haben das ist ein indischer Baum, der übrigens sehr gut schmeckt. Wir haben das in Indien direkt vom Baum gegessen. Aber auch Cat's Claw und spezielle Kardinaltinkturen, auf die ich gleich noch eingehen werde. Der Grapefruit-Kernextrakt ist schon sehr lange bekannt. Wenn ich hier mal kurz das hier erwähnen darf, von Baggy 97 bereits erwähnt und mit Sicherheit auch schon viel früher, dass es eigentlich ein ganz wundervolles pflanzliches Antibiotikum ohne Resistenzbildung ist und auch ein wunderbares Virostatikum. Es ist tatsächlich nachgewiesen bei über 800 verschiedenen Bakterien, Viren, Pilzformen. Und wenn man berücksichtigt, dass man im Grapefruitkern auch ungefähr 50% Bioflavonoidanteil finden kann, und man weiß, dass allein Bioflavonoide bis zu einer 20-fachen erhöhten antioxidativen Wirkung haben als im Vergleich Vitamin C hat, dann können Sie sich vorstellen, wie aktiv, wie antioxidativ das wirken kann. Und es kann das Vitamin C an sich schon in seiner Wirkung das 10-fache erhöhen und ist besonders wirksam, gerade bei Lippenherpes, der ja gerne mit einer Erkältungserkrankung auch einhergeht. Dann habe ich erwähnt, die chinesisch-indischen Phytopharmaka, nenne ich sie, die sehr viele verschiedene immunstimulierende Effekte haben, die einerseits präventiv wirken, bei erhöhtem Infektionsrisiko, aber auch zur therapeutischen Wirkweise herangenommen werden können, wenn man schon eine geschwächte Immunabwehr hat. Denn sie beeinflussen auch die Regulation der Monozyten, also sprich der Vollläuferzellen der Makrophagen, unserer Fresszellen. Sie aktiviert aber auch die B-Lymphozyten, damit sie auch wieder Antikörper bilden können, und natürlich die Makrophagen direkt und sie erhöhen die Zytokinproduktion speziell für die Immunabwehr. Neem ist ein uraltes, in der indisch-ayurvedischen Kultur bekanntes Allheilmittel. Ich will da gar nicht groß drauf eingehen. Es ist einfach unfassbar wirksam bezüglich Viren, bezüglich Bakterien, aber auch Pilzen. In dieser Kombination zusammen mit dem Astragalus wirkt dann auch noch das Cat's Claw als starkes Antioxidans. Und in dieser Kombination unterstützen wir das Immunsystem auch noch von der Seite durch sekundäre Pflanzenstoffe, was jetzt Mineralien und Vitamine allein in der Form vielleicht nicht können.
beziehungsweise die Kombination an verschiedenen Substanzen ist einfach das Beste, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, und dann haben wir auch noch, wenn Sie noch mal ganz zurückgehen an das zweite, die zweite Folie des Vortrages, wo ich da gesagt habe, mentale Gesundheit. Wenn wir da noch mal ganz drauf zurückgehen wollen, ist es natürlich auch wichtig, dass wir unsere Selbstheilungskräfte unterstützen. Und das bedeutet auch, dass wir uns geistig-seelisch versuchen abzugrenzen bezüglich aller Parasiten, die da in uns hinein wollen und uns schaden wollen. Ob das jetzt Viren sind, ob das Bakterien oder Pilze sind oder andere Allergene, die unser Immunsystem durcheinander bringen wollen. Auch eine seelische Komponente ist hier wichtig und da haben wir hier ein Kräuterextrakt aus Grapefruit, Knoblauch, Lapache, Myrrhe und so weiter, Wermut. Sehr, sehr effektive Substanzen, die insgesamt, jetzt sage ich mal, in der Komplexität, wie sie hergestellt werden, nach spharyngischer Art und Weise, sehr helfen, auch sich innerlich abzugrenzen gegen das, was von draußen auf uns eindringt. Man kann das innerlich einnehmen, tropfenweise. Man beginnt es auch einzuschleichen, kann dann das dosierend höher dosieren. Man kann es aber auch direkt hier auf den Thymusbereich setzen, um hier von außen her das Immunsystem in Thymus mit anzuregen. Ja, und das Ganze gibt es tatsächlich wunderbar zusammengestellt in einer Immunintensivkur, die wir momentan hier auch im Angebot haben. Es macht Sinn, die jetzt tatsächlich über die 3 Monate vielleicht auch gerne länger zu nehmen, wenn die Sonne dann wieder im März ihren Einfallswinkel korrekt hat, dass wir auch wieder Vitamin D produzieren können, sobald wir rausgehen. Deswegen würde ich das schon so weit nehmen. Also im Grunde mindestens 3 Monate, wenn nicht sogar länger. Und das kann man natürlich auch in einer kleinen abgespeckten Version nehmen, wo wir speziell hier unser natürliches Antibiotikum haben, wo wir hier unseren Komplex aus den 3 verschiedenen sekundären Pflanzenstoffen haben und das Mittel zur Abgrenzung gegen äußere Parasiten. Die Kurs geeignet für alle, die eigentlich nicht täglich sich mit Mikronährstoffen supplementieren können oder es einfach nicht wollen oder nicht tun. Und eigentlich würde ich mal sagen, es ist die Mehrheit, aber mindestens alle Leute Ü50, Senioren, Kinder, Jugendliche, die einfach eine schlechte Abwehrlage haben. Hier sind nicht zu vergessen auch die Kleinkinder mittlerweile. Ja, also auch die ganz Kleinen. Aber auch alle, die unter Stress und psychischen Belastungen leiden. Und das ist tatsächlich, hat es sehr, sehr stark zugenommen. Sehr stark zugenommen. Es ist auch nicht ja, von der Hand zu weisen mehr. Also eigentlich können wir es alle gut gebrauchen. Ja, aber auch Leute natürlich, die sich regelmäßig mit Alkohol und mit Zigaretten versorgen. Für den ist die Kur natürlich auch geeignet. Aber auch alle, die sich nicht vollwertig ernähren, aber auch solche, die zum Beispiel sich vegan ernähren oder vegetarisch ernähren, da vielleicht schon Zinkmangel aufweisen, Eisenmangel aufweisen, aber auch B12-Mangel aufweisen, alles Komponenten, die, wenn sie sich zu Beginn nochmal erinnern wollen, alle wichtig fürs Immunsystem sind. Ja, aber auch alle diejenigen, die Schlafmangel haben, und das sind ja mittlerweile, ja, zumindest mal in Deutschland 2/3. Leute, die Schichtarbeit haben, also auch alle, die zum Beispiel in den Kliniken arbeiten, etc. Alle, die chronische Müdigkeitssyndrom aufweisen, sich abgeschlagen fühlen. Aber auch all diejenigen, die chronischen Erkrankungen haben, wie Autoimmunerkrankungen oder Atemwegslungenerkrankungen, COPD und was es alles gibt in dem Bereich. Auch Leute, die unter Krebs leiden, all diejenigen sollten sich eigentlich unbedingt unterstützen. Mindestens mit den Dingen, die ich erwähnte. Sicher auch noch mit mehr. Und natürlich all diejenigen, die jetzt Antibiotika nehmen müssen, hier bitte nochmal den Hinweis auf unser Webinar, das Mikrobiom, Antibiotika auch immer noch zusätzlich mit Probiotikern und Präbiotikern im Abstand von 2 Stunden einnehmen. So wie all diejenigen, die Medikamente einnehmen müssen, weil auch Medikamente natürlich das Mikrobiom kaputt machen können.
Ja, wenn man einen akuten Fall hat, zum Beispiel von Husten, Heiserkeit oder auch schon entzündete Schleimhäute, dann haben wir hier auch noch einen Kräuterauszug aus vier verschiedenen Kräutern. Da gehört der Quendel dazu, das ist der wilde Thymian, das Eibisch, der Fenchel und das Süßholz. Und das kann man eigentlich dann auch zwischen 4 und 6 Esslöffel am Tag nehmen, je nachdem, ob Kind oder Erwachsener, relativ zeitnah, wenn schon sich die ersten Symptome einstellen. Ja, und zusammengefasst will ich einfach nochmal sagen, dass wir auf jeden Fall Vitamin C als Prophylaxe und im Therapiefall bei Erkältungserkrankungen einsetzen, weil es wirksam ist, insbesondere wenn wir jetzt unter starkem Stress leiden, dann wirkt es noch umso stärker. Kleinere Mengen sind sinnvoller als jetzt Hochdosen, beim Gesunden, sage ich jetzt mal. Anders jetzt bei jemand, der wirklich erkrankt ist. Da haben wir ja gesehen, gibt's auch höhere Dosen. Dann ist die gebufferte Form, also die Kombination mit einem Ascorbat, also in Ascorbatform sinnvoller, weil es ist besser magenverträglich und es wird auch langsamer abgegeben. Und in der Kombination mit einem OPC können wir die Wirksamkeit von Vitamin C verzehnfachen, wenn nicht sogar noch mehr, je nachdem, welche OPCs wir dann noch mit drin haben. Im Übrigen haben wir das in unserer Kur tatsächlich genau in dieser Form mit verschiedenen OPCs wie Rutin, Quercetin als Ascorbat vorliegen, auch in einer schönen Dosierung von 500 Milligramm. Also kann man damit gleich starten. Und dann auch der Zusammenhang mit Vitamin D und Atem-Infektionserkrankungen wirkt eben Vitamin D auf jeden Fall insbesondere dahingehend, dass das Risiko einer Atemwegserkrankung herabsetzt und wenn man es dann schon mal hat, auch bei der Therapie sehr wirksam ist, immer auch im Zusammenhang zu sehen mit der Einnahme von Vitamin A. Da will ich noch einen kurzen Moment drauf eingehen. Vitamin A ist heute mittlerweile auch fast schon, also in Deutschland zumindest pandemisch kann man es noch nicht sagen, aber zumindest mal Deutschland und europaweit sehr mangelversorgt. Und wenn man einen Status bei einem Gesunden mit Vitamin A, sagen wir mal, in Tagesdosis aufrechterhalten wollte, die gut ist fürs gesund, also für ein gesundes Immunsystem, dann nur mal als Beispiel müsste man 1,4 Kilogramm frischen Brokkoli essen, um überhaupt so viel Vitamin A also zu sich zu nehmen. Klar, kann man das auch noch kombinieren mit anderen Nahrungsmitteln. Ich wollte das nur mal als Beispiel nennen. 1,4 Kilogramm ist schon eine Menge, wenn man es dann auch verträgt. Ja, also selbst darauf bitte achten, dass Sie auch sich gut mit Vitamin A versorgen. Ist übrigens hoch dosiert in Innereien, insbesondere in Leber. Und wenn man da einen guten Biobauern ums Eck hat, kann man sich ruhig auch ab und zu mal eine gute Rinderleber holen. Das nur am Rande. Ja, und man hat eben auch noch das Zink innerhalb von 24 Stunden, habe ich gesagt. Wenn Sie jetzt schon Kratzen spüren im Hals, nehmen Sie es sofort, dann spüren Sie auch relativ bald, dass das wieder abklingt, bevor es richtig ausbricht. Das ganze Vitamine und Spurenelemente hilft umso mehr und ist umso mehr unterstützt durch sekundäre Pflanzenstoffe, wie das sind Kräuter und Pflanzenextrakte, wie ich vorher vorgestellt habe. Ja, das war's. Ich freue mich sehr, dass Sie bis jetzt durchgehalten haben. Wenn Sie jetzt noch Fragen haben, würden Sie das gerne noch im Chat mir mitteilen. Ich versuche sie noch zu beantworten. Und ansonsten danke ich Ihnen recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Wünsche alles Gute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie munter und kommen Sie fit durch den Winter. So, jetzt schauen wir mal, was wir an Fragen hier haben. Hallo, werden nur die Bilder eingeblendet? Aha. Interessant, finde keine Fragen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die irgendwo anders finde. Keine Fragen, okay.
Oh, das ist aber schade. So schlecht zu sehen. Also ich habe hier irgendwo, wenn mich noch jemand hört, ich sehe diese Fragen sind leider Gottes abgeschnitten. Ich weiß überhaupt nicht warum. Eine Elisabeth Kremsel-Ressel. Ich glaube, ich kann sowas erkennen mit Grapefruit Tropfen, genauso wirksam wie die Kapseln. Ich sag mal so, alles, was über den Speichel schon mal aufgenommen werden kann, wirkt natürlich umso schneller. Und wenn Sie etwas mit in flüssiger Form aufnehmen können, ist es mit Sicherheit potenter. Aber wenn Sie genügend an Kapseln zu sich nehmen, werden Sie mit Sicherheit auch das gleiche Ergebnis haben. Aber grundsätzlich, ich würde sowas gerne auch. Sie können auch Kapseln aufmachen, das mache ich zum Beispiel ganz gerne. Ich mache sie wirklich auf und gebe sie in den Mund. Es ist mir egal, wie es schmeckt, einfach weil ich es dann schon über den Speichel aufnehmen kann. Aber natürlich können Sie es auch einnehmen und entsprechend auch vielleicht höher dosieren, je nachdem. Muss man ausprobieren. Ständig, ein Manfred Gagas fragt mich irgendwas und ich kann es nicht sehen. Warum, weiß ich nicht. Jetzt habe ich hier noch ein Kanban, das springt wieder weg. Eieiei. Also ich würde vorschlagen, schreiben Sie doch bitte diese Fragen auf. Am Ende des Webinars sehen Sie meine E-Mail und ich versuche die da nochmal zu beantworten, weil ich kann hier das nicht lesen, es springt ständig wieder hoch. Eines sehe ich hier noch, kann man zu Vitamin D und A auch das Vitamin K dazu nehmen? Ja, natürlich können Sie das. Es gibt auch hier mittlerweile Polymorphismen, die man gefunden hat, dass es Menschen auch leider gibt, die Vitamin K-Mangel diesbezüglich dann auch haben. Und Vitamin K, ja, es gibt mehrere Schulen. Die einen sagen, man braucht es, die anderen sagen, man braucht es überhaupt nicht. Es gibt Polymorphismen, also Genotypen, die tatsächlich Vitamin K substituiert, effektivere Vitamin D-Aufnahme haben. Aber definitiv ist Vitamin D und A in der Kombination sehr sinnvoll. Und man kann sogar mittlerweile auch Vitamin D und A mit E finden, weil selbst Vitamin E ist auch in Ölform, ein lipophiles, sagt man, Vitamin E, ist ein lipophiles Vitamin, welches in dieser Kombination mit D und A, die auch lipophil sind, sich gegenseitig nochmal potenzieren können. Oder sie nehmen einfach ein gutes Öl, welches hoch an Vitamin E ist. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da noch was habe. Sollten nicht zusammen eingenommen werden. Herr Dussmann, welche Vitamine sollten nicht zusammen eingenommen werden? Ja, also jetzt bezüglich dieser Vitamine, die ich vorgestellt hatte, beziehungsweise Spurenelemente. Eigentlich würde ich immer sagen, die Fettlöslichen können die zusammennehmen, immer mit dem Essen. Da werden sie am besten aufgenommen. Und hier in dem Zusammenhang möchte ich auch noch einen Hinweis darauf geben, dass selbst Omega-3 in der Kombination mit Vitamin D3 und in der Kombination mit Vitamin A, also so wirklich in der Kombi am besten aufgenommen, noch eine bessere Immunwirkung hat. Wasserlösliche würde ich zusammennehmen, wasserlösliche Vitamine. Und die Fettlöslichen eben auch zusammen. Aber es gibt jetzt nicht an Vitaminen, die man nicht zusammennehmen sollte. Das sind eher die Spurenelemente, also Zink und Selen, wie ich schon erwähnte, sollten eigentlich separiert genommen werden, weil sie den gleichen Transporter haben und dementsprechend eine kompetitive Hemmung auftritt. Also Z am Abend, sprich Zink am Abend vorm zu Bett gehen und auch wirklich zwischen den Mahlzeiten, genauso wie auch Eisen, sollte man auch nicht mit Thein, also von Tee, das Thein und auch nicht mit Koffein zusammen oder auch nicht mit Alkohol zusammen einnehmen. Ich hoffe, ich habe jetzt die Frage damit erklären können.
Gut, haben wir noch irgendwelche Fragen? Wie viel Vitamin C geht als maximale Dosierung oral pro Tag? Da gibt es kein Upper Limit in dem Sinne, wie es zum Beispiel bei Zink oder Selen oder auch Vitamin A der Fall ist, weil Vitamin C ist wasserlöslich und wird über den Urin ausgeschieden. Und ich sagte, dass bei 200 Milligramm pro Tag eigentlich schon die, oder sagen wir mal, pro Gabe, die Aufnahmekapazität des Gewebes erreicht ist. Und alles, was darüber hinaus gegeben wird, wird eigentlich wieder ausgeschieden. Deswegen ist Vitamin C tatsächlich auch nicht gefährlich in dem Sinne. Linus Pauling hat bis zu 17 Gramm am Tag eingenommen, meines Wissens. Und ist über 80 Jahre alt geworden. Aber Vitamin C ist wasserlöslich, da haben Sie kein Problem diesbezüglich. Gut, was haben wir denn noch? Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Sind wir eigentlich so weit, so gut? Ganz durch mit den Fragen. Was habe ich hier noch? Gut. Ja, also ich hoffe, ich habe alle Fragen beantwortet. Dann möchte ich nochmal herzlich danken für das Zuhören und das Ausharren. Bis dahin, ich wünsche Ihnen alles Gute, haben Sie einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Bis dahin.